So, auch noch mit eingepflanzt. Es wäre halt total geil, wenn aus einer Aloe... Ah, da kommen sie schon wieder. Und ich bin in die Falle gelaufen, Idiot. Wo sind sie? Wo sind sie, die Bastarde? Hier bei mir. Bist du schon wieder? Nee, hast du. Ja, kommt, ich stehe hinter da. Ich stehe dahinter, ich stehe dahinter. Komm, komm. Stimmt, das wäre eigentlich. Falsche Richtung, Junge. Du wirst nicht außen rumlaufen, du Chaot. Jawohl. Noch ein Stück, schade. Das ist ungefähr. Na komm her, du stückiges Mist. Ah, ich stell mich mal. Ja. Und jetzt durchrennen. Oh, die sind gar nicht so doof, wie sie aussehen, glaube ich. Ja. So, und nochmal. Und nochmal welche. Die schnauft nämlich noch. Ich mach mal den Kopf weg gleich. Mhm. Meine Fresse. Nimm den Rest mit. So, war noch irgendwo einer? Unten am anderen Ende vom Lager sind sie rumgerannt, aber das sage ich jetzt einfach mal, so what? Nee, ich meinte ein zweiter Tode von dir irgendwie? Ja, neben der Aufrichtefalle, Dings da, Bums da. Ah, ja. In der Falle drin liegt der Vollidiot. Ja, reingehen wollte er ja nicht. Aber ja, haben wir halt reingeschubst. Okay, ich trenne auch dem den Kopf mal weg und den Rest können wir wieder nehmen. Ah, scheiße, da ist ein Arm weggefallen. Noch ein Arm weggefallen, Mist. Voll, jetzt hänge ich hier schön zwischen den beiden. Geht doch. Fingern wieder fest. halt, hier braucht mein Kopf. So, ist auch fertig. Da liegen noch zwei Ärmchen. Wenn du sie möchtest. Oh, ich hole sie mir. Also da, ich habe ihn ein bisschen weggetragen, der müsste jetzt links vom Effigy liegen bei der Falle. Und den Heinz hier, die zwei Verschirmer. Ah, komm her. Wonderbra. Oh, wenn ich schon mal hier bin. Ach ja. Nee, sehe ich keine Arme. Keine Arme? Nö. Ich komm. Ich geh gucken. Vielleicht habe ich sie auch woanders hingeschmissen, ich weiß es nicht mehr. So. Tatsächlich, die sind weg. Hä? Wie das denn? Ah, da ist ein Hase drin, da ist ein Hase drin. Wie nehme ich denn jetzt? Mit E. Ach so. Und dann kannst du den so rumtragen, den Rammler. Ja, und jetzt in den jetzt, Hasen reinschmeißen. Komm doch mit, bau du mal so einen Zuchtkasten auf. Haben wir noch keinen? Dann brauchen wir einen. Dann können wir den nämlich da mal ganz schnell reinstecken. Ich möchte ihn jetzt nur nicht droppen, weil dann hobbelt er weg. Das wäre doof. Ja. So, irgendwo ins Sonnenlicht rein, oder? Ja, das ist schön warm und kuschelig hat. Das sieht voll geil aus, wenn du das Buch in der Hand hast, so. Ich will mich einmal vor dich stellen, du drehst dich und zeigst mir mal deinen Arsch. Voll gut. Kürze ich das. Ja. So, und jetzt kriegen wir den Hasen so hinein. Oh. Schee. Töte ihn nicht. Noch nicht, wir brauchen mehr davon. Ja. Voll gut. Wie viele Hasen kriegt man denn da wohl rein? Und ist das dann noch artgerechte Haltung? Ich finde, das ist für einen Hasen ja schon viel zu klein. Ein bisschen, ja. Oh, die Falle da unten ist ausgelöst. Da liegt aber kein Dode rum. Was ist denn da passiert? Zu wenig Schaden gemacht, das Ding. Gleich heute. Ja, scheinbar. Ah ja, und ich muss mal schnell gucken auch, ob man die Treppe hier vielleicht reparieren muss, weil die haben dann nämlich vorhin ordentlich drauf rumgekloppt. Die blöden Hunde. Ja, hier muss man reparieren. Ah ja, okay, das war glaube ich dann schon die Treppe mit. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay. Dann können wir jetzt wieder zu unserem Daily Business übergehen, erstmal, ja, oder? Genau. Gut. Meine Herren.
So, hier ist auch mein Wägelchen wieder. Hast du es gefunden, ja? Ja. Sehr schön. Baumfall halt schon. Ist das jetzt der Verbackte hier? Nee, ist es nicht. Okay. So, Baum fällt. Ah, hier ist auch wieder Falle zu. Und da ist ein Rammler drin. Ah, wunderbar. Bin begeistert. Bring ich gleich mal rüber, dann können sie sich fleißig vermehren. Jo. Was ist jetzt eigentlich, wenn wir zwei Männchen erwischt haben? Dann haben die halt Spaß, ohne dass wir was davon haben. Voll gut. So, zweimal. Die sind absolut gleich animiert, ne? Sie sitzen nur woanders. Also sie sitzen nebeneinander, aber machen immer das Gleiche. Ist cool. Wie wenn so ein Spiel... Geil. Nett. Gefällt mir. I like big butts and I cannot lie. Aber bitte lüg doch. Was? Bitte lüg doch. Ich bin aber so schlecht im Lügen. Ich krieg da immer so eine lange Nase. Da ist so ein Baumstämmchen hier gar nichts dagegen. Ne? Also Fallen sind auch wieder aufgestellt. Ja. Glaube ich gleich mal den Baum hier. Aber mit dem Wägelchen sieht es echt so aus, als wärst du hier gelernter Bauarbeiter oder so. Sonne. Ist voll gut. Nice. Das ist schon praktisch, das Ding, oder? Ja, also vor allem, wenn es halt über ein bisschen weitere Strecken geht. Ja. So, ich helfe jetzt mal ein bisschen mit beim Bauen. Sehr schön. Alter, was liegt denn hier drin alles noch rum? Da hinten habe ich noch gar nicht angefangen. Weil ich mir gedacht habe, bevor ich das rumfahre, ja. lasse ich es liegen und baue dann nachher. Natürlich. Weiter. Macht ja Sinn. Hallo? Nicht wahr? Sehr wahr. Hallo, warum kann ich den nicht einbauen hier? Hallo? Hä? Ah, hier. 199, das heißt, wir haben schon 100 Baumstämme verbaut. Und es liegen keine mehr rum, du bist zu schnell. Moment, halt, stopp, mach mal langsamer. Ja, ja. Ja, ja, sagt er. Ich dachte echt, ich wäre mit dem Klopfen schneller als du mit dem Aufbauen, aber es war wohl nicht so. Zumindest nicht, wenn du zwischendrin halt aufhörst. Ja gut, ich meine, wenn wir angegriffen waren, waren wir angegriffen. Na, da, Ja, nee, das ist ja klar. Und ich habe die Lage gerade halt so falsch eingeschätzt, dass ich dachte habe, ich helfe mal ein bisschen beim Bauen, sonst wirst du nie mehr hinterherkommen. Ja, war wohl nix. da sind schon wieder Freunde hinter mir. Und er knurrt schon wieder, der Sausack. Komm, geh in die Falle. Komm doch bitte mal einer Aua. In die Falle. Psst. Psst, 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 psst. Psst. Hopp, hopp, hopp. Na. Ja. Er ist halt in die falsche Richtung gelaufen, blöderweise. Aua. Blade Kuh. Ah. Ich stell die gleich mal wieder auf. Mhm. So. No Kondition. Fällst du jetzt vielleicht mal um? Geht doch. So, waren sie das alle? Nee, da ist noch einer. Hey, ich war gerade im Inventar. Das macht man nicht, das ist unhöflich. Komm, lass dich in die Falle schubsen. Du löst halt aus jetzt. Ja. Ja, irgendwie sind die ein bisschen von Arsch gerade so aktuell, habe ich das Gefühl. Bissel. Ja, so. Frechheit. Ich gehe gleich mal wieder Kopf abhacken. Jo, Tito.
So, einmal. Da ist auch noch. Sehr gut. Wo brauchen wir noch Köpfe? Was? Wieso habe ich nur einen? Ich müsste zwei Köpfe haben. Ich glaube, man kann immer nur einen Kopf aufnehmen. Echt jetzt? Ich glaube schon. Das wäre schlecht, weil dann ist der zweite Kopf jetzt weg. Oh oh. Vielleicht rollt er ja noch rum. Sieht nicht so aus. Hä, aber ich habe doch... Ich habe beide Köpfe abgehackt und eigentlich beide aufgenommen. Hm. Hattest du eine Chatnachricht mit von wegen zu viele Köpfe oder so? Nee, gar nicht. Komisch. Ich habe auch, außer Köpfen habe ich nur ein Bein im Inventar. Hm. Das Bein gebe ich nicht her, das mag ich, das riecht so gut. Hm, lecker. Das erinnert mich ein bisschen an Cheddar. Beinfetisch. Oder einen guten Limburger. Guter Limburger Beinfetisch. Also ich backe die Knochen gleich mal wieder rüber hier. Sehr schön. Ah, unsere Hasen. Gefällt mir gut. Wie töten wir die jetzt eigentlich? Ah, okay, wir können glaube ich auch nur... Nee. Ach, was der Teufel. Ich setze mich mal kurz hin. Das magst du. Bauen wir wieder Rüstung nach. Ja, stimmt. Das wäre eigentlich auch mal sinnvoll. Und ich muss langsam aber sicher mal an was Essbares denken. Mhm. Ich müsste auch sogar noch ein Lurch auf Lager haben, den ich mal hier irgendwie irgendwo hinpacken möchte. Ah ne, nicht das Bein. So. Gib mir das Bein. Das bleibt bei mir. Und Lurchhaut habe ich auch noch, genau. Die muss ich auch noch aufhängen. Und Karnickelhaut. Nice. Müsste ich nicht eigentlich auch noch Deerskin haben irgendwo? Wir haben doch Rehe geschlachtet. Ja, da haben wir aber auch, glaube ich, alles Mögliche schon draus gebastelt gleich. Echt? Glaube ich schon. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Aber kann durchaus sein, ja. Jetzt ist der Pott ist leer. Scheiße. Ich gehe dir mal kurz auffüllen, irgendwie. Und es wird auch schon wieder dunkel, Mann. Mhm. So, einmal den Pott kurz auffüllen, dann koche ich den mal durch. Ach, mit dem Pott kann man dann auch noch so hier Wasser abkochen? Mit dem kannst du Wasser kochen, ja. Geil. Das ist ziemlich nice. Aber du hast ja auch einen, oder? Ja, den habe ich aber schon an die an den Baum geklatscht. Ah, okay. Ne, dann gehen wir bei der nächsten Reise, holen wir uns halt noch einen. Jo, machen wir so. Ist ja alles kein Stress. So, ich ziehe mir mal ein Loch rein. Und dann warte ich mal, bis der Topf abgekocht ist. Ja, was gelernt. Ja, ist halt ganz praktisch, wenn man auf Reisen ist und den Topf dabei hat, weil dann kann man sich eigentlich immer was zum Trinken machen. Mhm, das stimmt. Ja, und ich bin schon wieder covered in Blood und so. Eieiei. Stimmt, mal gucken hier. Na komm, jetzt koch schon durch hier. Nee, mir geht's gut. Dir geht's gut? Mhm. Das freut mich. Es wird Zeit, dass es mal wieder regnet. Da hast du recht. Wir können gar nicht so viel Schildkrötenpanzerdinger hier sammeln, wie wir eigentlich bräuchten, damit es von Regen zu Regen reicht. Mhm. So, ich habe gleich nochmal einen Topf mit Wasser, den stelle ich nochmal aufs Feuer, dann kannst du dann nachher, wenn dich durstet, kannst du ihn gleich mal genießen. Sehr gerne, sehr gerne. Weil spätestens, wenn wir aufstehen, wann wir brauchen. Mhm. So, wie sieht's aus mit schlafen können? Ich kann noch nicht. Ja, 5 Minuten ungefähr noch. Hm.
Was machen wir denn so lang? Ich blätter mal das Buch durch. Vielleicht lerne ich da ja noch was, was man noch so schönes zusammen denken kann. Das kannst du machen. Ich wünsche den Hasen mal gute Nacht, ne? Ihr süßen zwei Rammler. Also das sind mit Sicherheit zwei Männchen. Bin ich mir absolut sicher. Weil, die machen alles gleich und das ist nur bei Männern so. Das ist wie wenn Männer was trinken, dann trinken sie immer gemeinsam. Sehr gut. So, die Theorie, oder? Jo. Ja. So, so. Ah ja, Pfeile. Siehst du? Wie war das nochmal? Ach. Alter, jetzt lass den scheiß Bogen weg. So. Yes. Okay. Und ich habe auch festgestellt, dass brennende Pfeile eigentlich kaum einen Vorteil bringen. Also bringen sie schon, aber auch sonst brauchst du maximal zwei Pfeile irgendwie. So im Schnitt. Von daher, ich mache jetzt mal alle ohne. Jo. Und dann stelle ich die natürlich auch dir wieder zur Verfügung. Wir können schlafen. Können wir? Ja, also ich kann. Woher weißt du das jetzt? Na, ich sehe, wenn das Zeichen an ist. Ich sehe nur nicht, wann es voll ist. Ach so. Okay, dann let's go. Also wie lange es halt dauert, bis es voll, voll ja, dann ja. Ah, ist. Okay, du siehst praktisch nur, ist volle Zeichen. Genau, beziehungsweise jetzt ist es halt ausgegraut komplett. Ja. Genau. Ja.